Mad Cow 5x5, der offizielle Nachfolger von Stronglifts 5x5. Das war dieses Video hier. Solltet ihr euch anschauen, bevor ihr euch dieses Video anschaut. Und achtet besonders auf die Strategie für das Setback. Denn wenn ihr bei Stronglifts stagniert habt, dann reduziert man ja erstmal das Volumen. Wenn du dann wieder stagnierst nach deinem Setback, reduzierst du immer weiter das Volumen. Und wenn du damit immer weiter stagnierst, dann ist es ein Zeitpunkt für dich, in Mad Cow 5x5 einzusteigen. Und falls das hier das erste Video ist aus dieser Videoreihe, dann geh zurück und schau dir all die Videos an, die wir schon haben. Mad Cow baut auf Stronglift. Texas Method ist der Nachfolger von Starting Strength. Und wenn du das 5x1 ist einfach nur wenn das 5x1. Ich freue mich über ein Abo, wenn du noch mehr Bock auf Krafttrainings-Content hast. Und wenn du Bock hast, dem Video ein Like zu geben, würde mich das auch sehr freuen. Das hilft immer sehr für den Algorithmus. Let's go. Mad Cow 5x5, ihr seht das schon, ist fucking das komplizierteste Trainingsprogramm, was ich ausarbeiten musste bis jetzt. Ja, wir sind ja noch nicht fertig. Und ich verstehe nicht, warum dieses Programm so komplex gebaut wurde. Mann, du musst wirklich Mathe studiert haben, um das zu durchblicken. Das Gute für euch ist, der Schaffer von Stronglifts 5x5, Mehdi, der hat auch eine Mad Cow Rechner-Version auf seiner Website. Ihr könnt also rübergehen, da müsst ihr nur eure Kraftwerte eingeben und dann bekommt ihr hier immer diese ganzen verrückten Rechnungen ausgespuckt. Mad Cow 5x5 will, dass du dreimal in der Woche trainierst. Dafür hast du drei verschiedene Workouts. Du hast Workout A, B und C. Die A-Trainingseinheit besteht aus dem 5x5 in der Kniebeuge. Jetzt müsst ihr aber sehen, weil man würde ja sagen, hey, Stronglifts 5x5 ist auch 5x5. Ja, ist alles im 5x5, ja, aber es läuft ein bisschen anders, weil das hier sind Ramp-Ups. Da gehen wir gleich, ihr seht ja hier den ganzen Kram, drauf ein, was ein Ramp-Up ist in dem Kontext. Ja? Danach machst du Bankdrücken im 5x5 und Langhantelrudern im 5x5 und all das machst du halt in diesem einen Konzept des Ramp-Ups. Danach machst du Training B, da hast du ein leichteres Kniebeugen, das kennt ihr ja auch schon. Auch hier hast du ein Ramp-Up. Dann hast du Schrägbank oder Overhead-Press. Es gibt also ein bisschen Variation. Kreuzheben 4x5 und das Training C sind dann Kniebeuge 4x5. Das ist eigentlich so das komplexeste Training jetzt hier dran. Aber auch irgendwie das, was ich am coolsten finde, diese Progressionsmethode ist halt fucking super langweilig, aber ich glaube, wenn man sich darauf einlässt eine lange Zeit, ist das halt echt ein guter Nachfolger für Stronglifts 5x5. Also so kritisch bin ich jetzt nicht gegenüber dem Programm, außer dass du halt wahnsinnig viele Rechenvorgänge anstellen musst. Dann kannst du natürlich aber auch die Datei benutzen, die das Ganze für dich macht, also gut. So, Kniebeuge 4x5, 1x3, 1x8, Bankdrücken, selbe Konzept, Langhantelrudern, selbe Konzept, ist auch ein Ramp-Up-Konzept, gehen wir glaube ich gleich drauf ein, das ist nämlich dieses komplizierte Ding hier unten. Es sind also weiterhin wenig Trainingstage, insgesamt wenig Training, man sollte das in einem echt überschaubaren Zeitraum hinbekommen und das finde ich auch das Attraktive an Stronglifts, warum ich Stronglifts ja auch so geil finde, aber auch Mad Cow als Nachfolger, den ich mir tatsächlich noch gar nicht vorher so tief angeschaut habe, und zwar dieser zeitliche Aspekt, weil wenn du wirklich das meiste rausbekommen willst, als zum Beispiel Footballspieler oder so, weil das Trainingsprogramm ist ja nicht auf Powerlifting ausgelegt, auch nicht auf Bodybuilding. Es geht darum, Athleten zu kräftigen für ihre Sportart, ja, für Football, für was auch immer, Basketball, Fußball, was auch immer. Ihr könntet das für alles benutzen. Und wenn ihr das natürlich für Bodybuilding, Powerlifting trainieren wollt, kann man natürlich auch den Plan wieder so ein bisschen ad absurdum führen und Assistenzvolumen hinzufügen und all so ein Bums. Aber da kann ich wieder nur sagen, wenn ihr an besserem Bodybuilding, Powerbuilding, Powerlifting Training interessiert seid, schaut euch bei Kilo für Kilo bitte die Trainingsprogramme an. Wir bringen bald ein Trainingsprogramm raus mit Jona Wiendieck, dem besten Bankdrücker Deutschlands aktuell. Da gibt es 3, 4 und 5 Trainingstage. Der Bums soll 100 Euro kosten. Vielleicht hauen wir noch einen Rabatt drauf. 15 Wochen Training mit einem Bench-Fokus, wo also der spezielle Fokus darauf liegt, dein Bankdrücken zu steigern. Machst auch Kniebeugen, Kreuzen, all so ein Bums. Aber gut, genug der Werbung. Kommt nächsten Sonntag schon raus. Also wirklich in 7 Tagen. Kommt auch noch genug Content dazu, wenn ihr auf dem Kanal hier loyal seid. So, schauen wir uns jetzt mal dieses 5x5 an im Ramp-Up. Was bedeutet denn der Bums? Um euch das zu erklären, habe ich hier diese verrückte Grafik mal aufgemalt. Gehen wir mal davon aus, dass du einen Stronglift stagniert hast mit 130 Kilo auf deinen 5er. Jetzt hast du ein paar Setbacks gemacht, aber du bist nicht drüber hinweggekommen. Hast also wirklich ein beinhartes Plateau erreicht und du gehst in einen fortgeschrittenen Trainingsplan, um dieses Plateau zu durchbrechen. Das heißt, du startest für deinen 5x5 rein mit deinem normalen Warm-up. Du machst also hier 40 Kilo meinetwegen, dann machst du nochmal 50 Kilo und dann hast du schon deinen ersten Arbeitssatz. Das ist das Ramp-Up-Konzept. Du machst einen Satz mit 40%, einen Satz mit 54%, einen Satz mit 64%, einen Satz mit 75% und dein schwerster Satz ist ein Satz mit 86%, was dann deine 130 Kilo sind, mit denen du stagniert hast. Das geht dann darauf zurück, dass wahrscheinlich dein Warrior Max im Bereich von 150 Kilo ist. Wenn ihr so ein bisschen drinne seid in der Training Science, ja, dann kann man häufig sagen, dass wenn du halt 130 auf dem 5er auf RP 10 wegschallern kannst, dann wirst du wahrscheinlich einen Max von 150 haben. Das kann man hochrechnen anhand von Tabellen. Und das führt dann eben auch dazu, dass wir diese prozentbasierten Ramp-Up-Sets haben und warum die so kompliziert sind und so. Wir haben also wieder ein prozentbasiertes Programm, was davon ausgeht, dass du, die Kritik an prozentbasierten Programmen ist halt immer, dass du nicht jeden Tag gleich leistungsfähig bist. So, du hast mal einen schlechten Tag, mal gute Tage und es nimmt halt null Rücksicht darauf, weswegen zum Beispiel ein RP oder Reps in Reserve basiertes Programm besser wäre. Aber man muss dazu sagen, diese Sachen sind in der Regel so leicht, dass du eine lange Zeit mit submaximalem Training so gut wegkommen solltest, dass du halt wirklich immer Basis aufbaust, ne? Das heißt, erst wenn du wirklich weiter fortgeschritten bist,
entfaltet sich die Effektivität von Reps in Reserve und RP-Training so richtig. Kommen wir aber gleich nochmal zu, am Ende sage ich was zum Start. Du hast also hier diese Arbeitssätze, 5 Arbeitssätze, das sind ein Ramp-Up, da bist du dich hoch, bumm, schepperst das weg, fertig, machst du beim Bankdrücken, machst du beim Langhantelrudern, Tag A ist absolviert. So, Tag B ist jetzt ein bisschen komplexer, denn hier haben wir auch ein Ramp-Up, allerdings leicht und auch nur noch 4x5 Sätze. Wir nehmen hier die ersten 3 Sätze, und jetzt wird es komplexer hier, von deinem schweren Ramp-Up. Das heißt, die mit 40, 54 und 60% oder 64%, die 3 hier, die 3, scheiße, falsch eingezeichnet. Es ist allerdings ein 4x5. Jetzt fragst du dich, was mache ich denn als den vierten Satz? Du machst diese 60 oder 64%, das habe ich falsch geschrieben, 64%, machst du mal 2. So, das ist jetzt dein leichtes Ramp-Up. Und jetzt musst du mal sehen, wie leicht das ist. Ausgehend davon, dass dein 5-Rep-Max 130 ist, machst du einen Satz mit 60 Kilo, einen Satz mit 80 Kilo, einen Satz mit 95 Kilo und noch einen Satz mit 95 Kilo. Also es ist wirklich sehr leicht und in meinen Augen auch viel. Also bestenfalls lernst du die Bewegung ein bisschen. Auf der anderen Seite brauchen wir für Bewegungslernen, was effektiv ist, auch ein gewisses Gewicht. Also das ist fast schon aktive Regeneration, wie wir das auch aus der Texas Method kennen. So, naja. Dann hast du natürlich noch einen schweren Ramp-Up mit dem 4x5 hier für deine Schrägbank und Overhead Press. Hier machst du es so, dass du praktisch die letzten vier, jetzt habe ich meine Grafik versaut. Dann nimmst du die letzten 4 Sätze fürs Ramp-Up in den Übungen. Und das gilt natürlich fürs Kreuzheben genauso. Ne? Also Schrägbank und Overhead Press machst du hier ungefähr diese Prozentzahl. Workout C, dieses komplexe, ominöse Ding, was ich irgendwie doch auch geil finde. Ja, ist auch ein Ramp-Up. Wir gehen jetzt mal weiterhin davon aus, dass du im Kniebeugen hier deinen 5-Rep-Max bei 130 Kilo liegen. Das heißt, du machst einen Ramp-Up mit 60 Kilo, 80 Kilo, 95 Kilo, 112,5 Kilo. Das waren hier die 75%, ja. Und dann machst du deine 1x3. Und zwar mit dem Gewicht von deinem 5-Rep-Max plus Science, 2,5 Kilo, Bro. Da ist nämlich die Progression. Hier, bam. Das heißt, du nimmst 132,5 Kilo. Wieso habe ich da 135 geschrieben? Weil ich blöd bin, ne? Egal, ihr versteht, was ich meine, muss ich ja jetzt nicht korrigieren. Und da ist diese geheime Progression. An diesem Trainingstag kommt die Steigerung von 2,5 Kilo pro Tag C plus Repeat zum Einsatz. Und im Bankdrücken und ja, LH-Rudern, Langhantelrudern, kommt drauf an, was für einen Progressionsgrad du dann noch hast, wie gut du das kannst, ne? Solltest du dann kleiner steigern mit nur 1,25 Kilo pro Woche. Das heißt, ihr seht, wir haben jetzt eine wöchentliche Progression, keine tägliche mehr, wie in Starting Strength oder von Trainingstag zu Trainingstag. Wir haben die jetzt von Woche zu Woche um den kleinsten Nenner. Danach, weil wir haben ja immer noch ein 1x8, ne? Machen wir im 1x8. Du gehst jetzt hier 2 Sätze zurück, den Dreier nicht. Den letzten 5er nicht, sondern den vorletzten, diese 95. Das sind dann ja 64%. Damit schallerst du jetzt noch 8er, weil reicht ja noch nicht, Bruder. Hast ja noch nicht genug Training gemacht. Ich weiß nicht wofür, ich glaube, das geht einfach nur darum, dass du irgendwie nochmal... Die sind echt umsonst, Leute, machen wir uns nichts vor. Und das ist eigentlich Merkauer 5x5. Das kannst du jetzt einfach so lange machen, bis es nicht mehr funktioniert für dich. Ne? Jede Woche machst du hier in dem Dreier 2,5 Kilo mehr drauf oder beim Dreier beim Bankdrücken machst du nur 1,25. Bei deinem Kreuzheben könntest du sogar überlegen, eine 5 Kilo Steigerung zu machen, aber du hast ja so ein Stronglift 5x5 stagniert, zumindest in einem Lift. Das heißt, du musst gucken, wie gut du da vorankommst und ob du wirklich eine kleinere oder eine größere Steigerung nimmst. Das nimmt nämlich nachher einen Einfluss darauf, wie lange du das Programm trainieren kannst. Bei Gary Blevins, der hat da drauf ein englischsprachiges Video, was ich sehr gut finde, was jetzt auch gerade eine große Basis war für dieses Video. Der hat da erklärt, dass er viele Lifter gesehen hat, die wirklich 20 Wochen in Merkau 5x5 trainiert haben und Fortschritte gesehen haben, was wirklich stark wäre. Auf der anderen Seite, ja, das sind dann 3 bis 4 Monate ein bisschen mehr. Und das wäre die Progression, die du erwarten kannst. Man muss nur einen Vordergrund einmal nehmen. Du musst unbedingt leichter starten. Also wenn dein 5-Rep-Max dein PR ist, startest du nicht in der ersten Woche und packst dein 5-Rep-Max hier in dein 4x5 als deinen letzten Ramp-Up, sondern geh vielleicht 10 Kilo runter, das empfiehlt er. Das heißt, du startest mit 120. Das heißt, in der ersten Woche sollte das relativ leicht sein. In der zweiten, ne, sind wir 2,5 Kilo mehr. Und in Woche 5 bist du dann wieder bei deinen 130. So, jetzt hast du allerdings schon 4 Wochen wirklich effektives Training, submaximales Training drin, bist du hoffentlich besser geworden, hast eine bessere Basis aufgebaut und solltest jetzt wirklich durch dein Plateau durchschießen. Und wenn dir das gelungen ist, kannst du dir vorstellen, wenn du weiterhin 2,5 Kilo pro Woche draufpackst in deinen Kniebeugen, ja, dann kommst du hier nach 15 Wochen schon bei 155 Kilo auf deinen 5er raus. Das sollte dann, wenn das 86% sind, ich muss das kurz ausrechnen, Leute, ich bin nicht so gut im Gehirn, dann sollte das dein One-Rep-Max auf ungefähr 185 Kilo geworfen haben, also 35 Kilo auf deinem One-Rep-Max in 15 Wochen
ist stark. Madcow in meinen Augen eine gute Anknüpfung an Stronglifts 5x5, was ich an sich auch schon für ein gutes Trainingsprogramm halte für Anfänger. Und wenn du das dann durchlaufen hast, du hast stagniert, du hast deine Setbacks trainiert, kommst nicht mehr weiter, das mal ausprobieren, warum nicht? Vorteile, wenn du erstmal drinne bist und den Rechner benutzt, ist es wirklich unkompliziert. Jeden dritten Trainingstag hast du diesen coolen Trainingstag mit der Erhöhung auf den Triple. Dann hast du den Triple schon mal gespürt mit dem schweren Gewicht. Dann kommst du am Montag wieder ins Training, machst das dann für dein Ramp-Up. Man muss aber auch sagen, wir reden hier von 2,5 Kilo. Trainiert bessere Trainingsprogramme, Leute. Ich sag's euch, wie es ist. Holt euch Rise and Grind oder das neue Trainingsprogramm von Jona, was er für uns designt hat. Ich glaube, am effektivsten so und am interessantesten wird das so sein für Leute, die im Home-Gym trainieren, die schon ein bisschen älter sind, die 40 oder 50, so die Richtung auf dieses Alter zu gehen und einfach Spaß an diesem Prozess haben hauptsächlich und nicht so schnell wie möglich, so stark wie möglich werden wollen, sondern einfach Spaß daran haben, regelmäßig zu gehen. Denen ist der Fortschritt auch nicht so wichtig. Ich glaube, die werden Spaß haben mit Madcow 5x5. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum diese Videoreihe relativ gut ankommt, weil ich halt hauptsächlich zu Nerds spreche, die Bock haben auf sowas, ja, die sich damit auseinandersetzen wollen und die Spaß am Prozess haben und weniger damit wirklich substanziell schnell stark zu werden. Ne? Auf der anderen Seite muss man eben auch gegenhalten, das ist ein Programm für Intermediates, für leicht fortgeschrittene Athleten bis fortgeschrittene Athleten, die werden mit allem stärker. Auch damit, hoffentlich. Ne? Die werden eben nur nicht mehr mit dieser linearen Progression von Training zu Training stärker. Jetzt haben wir eine lineare Progression von Woche zu Woche mit so ein bisschen verschiedenen Rep-Ranges, die wir abgrasen, aber so wirklich effektiv wird das nicht sein. Das macht kaum einen Unterschied bei dieser Volumenzahl. Ne? Naja, ihr könnt euch wie immer selber ein Bild malen. Schickt mir das auf Instagram, würde mich sehr freuen, wenn ihr euch das Bild fertig gemalt habt. Pascal Sucek raus, wir sehen uns dann im nächsten Video. Peace, bro!